Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Spiel mit mir Kanal. Heute mit einem neuen Spielzeug von den Minions. Aber wartet mal, Freunde, das ist doch kein wirkliches Spielzeug, sondern ein Minions Wash Kit. Das sieht doch aus wie ein Zahnbürstenhalter. Ja, ein Minion Zahnbürstenhalter für euch. Mal was anderes, Freunde. Und ich glaube, hier aus dem Mund, da kommt Zahnpasta raus. Das sieht doch so aus, als ob wir die Zahnbürste da reinstecken können. Das werden wir heute natürlich direkt auch testen. Wir schauen uns erstmal hier die Verpackung an. Es scheint zwei Versionen zu geben. Einmal ein Minion mit einem Auge, das könnte vielleicht Stuart sein, und ein Minion mit zwei Augen, vielleicht Kevin oder Bob. Welchen haben wir denn? Ah, das steht hier drauf. Wir haben die Version mit zwei Augen, ein Minion mit zwei Augen. Okay, das ist genau das Gleiche, nur in anderer Sprache. Das kann ich nicht lesen. Hier ist es einmal in Englisch, wie wir den Zahnbürstenhalter denn benutzen können und auch aufbauen können. Okay, hier das Gleiche, nur in anderer Sprache. Ich bleib mal bei Englisch, das verstehe ich noch so halbwegs. Okay, Automatic Toothpaste Squeezing. Okay, da kommt die Zahnpasta automatisch raus. Aber wo kommt denn die Tube rein? Ah, okay, wir müssen das hier reinspritzen oder auch da drauf tun. Ah, okay, jetzt verstehe ich's. Okay, wir tun das da drauf, dann sieht das so aus wie so ein Irokesenschnitt. Echt witzig. Okay. Jetzt würde ich sagen, packen wir das Ding aber auch aus und wir werden das natürlich auch testen, denn ich habe hier auch meine Zahnbürste und auch Zahnpasta vorbereitet. Wir werden das natürlich gleich direkt testen, Freunde. Ja, ein Minions mit zwei Augen. Echt cool. Macht hier das Peace-Zeichen und hier kommen natürlich die Zahnbürsten rein. Die sind hier so aus Gummi. Also auch verschiedene Größen passen hier rein und zwei Zahnbürsten. Ein Halter für zwei Zahnbürsten. Und dann haben wir das noch da. Kommt wahrscheinlich hier irgendwie drauf. Irgendwie passt das aber nicht so ganz. Okay, schauen wir uns gleich mal nochmal an. Und dann haben wir hier was, damit es, glaube ich, an der Wand kleben bleibt. Ja, mal gucken, ob wir das unbedingt machen müssen. Okay, schauen wir uns mal an. Okay, da machen wir unseren Minion mal an der Wand fest, hier die Folie abzieht. Kennt ihr vielleicht auch von anderen Zahnbürstenhaltern. Okay. Ich glaube, ich muss die Kamera ein bisschen nach oben machen. Ach, das müsst ihr nicht unbedingt, aber wir machen es jetzt auf jeden Fall. Dann gehen wir nochmal zum Minion. Hier seht ihr einen Magneten und hier ist auch ein Magnet. Und den kann man gleichzeitig natürlich als Becher benutzen, selbstverständlich. Müssen wir so packen und dann bleibt es magnetisch. So, hier. Ihr seht's. Okay. Und dann hier in diese Halterung rein. Finde ich mal den Becher gerade weg. Okay. An der Pappe hier bleibt es zumindest nicht so gut hängen. An den Fliesen vielleicht ein bisschen besser. Und hier dann wieder den Magneten. So. Nein, es bleibt nicht. Vielleicht versuche ich es dann mal hier. An unserer Pappwand hier hat das jetzt nicht so gut geklappt. Bei euch im Badezimmer klappt es wahrscheinlich viel besser. Die Zahnbürste hat der Minion hier auch schon in der Hand. Jetzt fehlt nur noch die Zahnpasta. Die kommt hier oben rein. Müssen wir ein bisschen drücken. Natürlich Zahnpasta auch. Die Tube nach unten und jetzt bin ich mal gespannt, wie das rauskommt. Damit gehen wir am besten mit der Kamera mal ein bisschen näher, damit ihr das auch sehen könnt. Denn jetzt kommt das Spannende. So nah genug dran sind wir jetzt. Und okay, so passiert nichts. Können wir das vielleicht nach hinten drücken? Ja, nach hinten. Aber ich sehe nichts. Okay, jetzt kommt ein bisschen was raus, aber nur ganz, ganz wenig und auch erst nach ein bisschen längerer Zeit. Ihr seht, hier oben ist ein bisschen Zahnpasta, aber das ist natürlich sehr, sehr wenig. Ich versuche es nochmal und jetzt versuche ich die Zunge hier vom Minion oder was das auch sein soll, die ganze Zeit nach hinten gedrückt zu halten, weil so habe ich das Gefühl, ja, da kommt auf jeden Fall ein bisschen mehr raus, zwischendurch dann immer wieder nach vorne und dann auch nach hinten. Ich zeige euch das gleich, was jetzt rauskommt.
Ich habe das Gefühl, man muss aber die Tube hier oben immer so ein bisschen drücken, damit die Zahnpasta unten. Und jetzt natürlich ein bisschen mehr, aber noch ein bisschen zu wenig. Deswegen nochmal rein in den Mund vom Minion. Und noch ein bisschen Zahnpasta. Okay, jetzt hat es doch ein bisschen geklappt. Vielleicht eher was für kleine Zahnbürsten. Aber dieser Zahnpasta-Spender hier auch relativ cool. Ein bisschen vorsichtig sein. Aber hier seht's, Zahnpasta kommt auf jeden Fall raus. Und auch der Zahnbürstenhalter, wie gesagt, für zwei Zahnbürsten. Auf jeden Fall sehr cool in diesem Minions-Look. Natürlich sehr, sehr lustig. Und wie gesagt, wir können auch das hier benutzen als Becher. Auch sehr, sehr cool. Okay, der Minion-Zahnbürstenhalter mit integriertem Zahnpasta-Spender. Geht ein bisschen schwieriger, aber es funktioniert auf jeden Fall. Wie gesagt, wenn es an der Wand dran ist, geht es wahrscheinlich noch ein bisschen besser. Hier an der Pappwand ist das ein bisschen schwierig, aber ihr seht, kommt auf jeden Fall Zahnpasta raus. Okay, sehr cool. Das Minions Wash Kit, wo die Zahnpasta hier aus dem Mund von dem Minion rauskommt. Ein echt witziges Ding. Vielleicht habt ihr auch einen Zahnbürstenhalter bei euch zu Hause. Wenn ja, lasst einen Kommentar da, was für einen Zahnbürstenhalter ihr habt. Wir haben hier diesen Minion, den werden wir auch wahrscheinlich benutzen. Sehr, sehr cool. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.